Nahm man den Hitlerputsch 1923 schon als politisches Großereignis wahr oder war das eine Nebenangelegenheit? Das war damals noch meines Erachtens eine Nebenangelegenheit, weil eben die durch die Besatzung erzwungenen Einschränkungen und Miseren noch viel zu lebendig waren. Man muss sich doch klar machen, Mainz war bis 1930 besetzt und Köln ebenso bis 1927. Es konnte zum Beispiel kein Rundfunk in Köln eröffnet werden, bevor nicht die englische Besatzung dort verschwand. Unser großes Vermögen der Reichsbahn war verpfändet. Also es war alles, litt wirklich sehr schwer unter den Bedingungen, unter denen die Besatzungsmächte uns zwangen, in der vermeintlichen Annahme, das würde gut gehen, obwohl es dann auch zu ihrem Nachteil sich auswirkte. Und man dann später nach dem Zweiten Weltkrieg eben erkannte, wenn man ein geschlagenes Volk noch weiter in die Tiefe treibt, dann schädigt man sich selbst. Das hatte man aber damals leider noch nicht erkannt. Aber das trieb dann wieder viele nicht sehr nachdenkliche Menschen zu dem rechten Umstürzern. Das trieb dann viele in diese übernationale Vorstellung hinein. Das müsse also total anders werden und das könne nur dann, und dann wende sich das natürlich auch den Nationalsozialisten zu. Eins der Probleme von Weimar war, dass sich ja gerade die rechtsextremen Parteien das Versailles-Thema besonders an die Fahne heften konnten. Ja. Aber das Versailles, was Schlimmes ist, vielleicht auch was Ungerechtes, das war ja eigentlich fast schon Konsens in der Ja, Bevölkerung. ganz gewiss. So war es auch. Ja, und die Folgen waren ja auch absehbar. Ich kann mich wiederum erinnern, ich sollte aufgrund der Zugehörigkeit zum Bund an einer Tagung am Rhein teilnehmen, in dem Teil, der von Frankreich besetzt war. Ich bekam in Frankfurt kein Visum, um an dieser Tagung teilzunehmen. Bekam ich nicht. Und das trieb natürlich manche in diese nationalistische Vertreibung. Es gab ja auch wirtschaftlich Krisenerscheinungen, eben die große Inflation 1923, wo ja innerhalb von Stunden, Tagen das Geld verfiel. Sie waren ja damals auf einer Wanderung, Eichfeld, glaube ich, Eichfeld, ja. Eisfeld, und haben sich da mit Naturalien sozusagen, mit Naturalienwährung über Wasser gehalten. Wie war das damals? Wie haben Sie die Währungskatastrophe Ja, damals? das war doch nicht nur bei dieser Fahrt in Süddeutschland, sondern auch später, ach dann doch im Eichsfeld nachher später, doch das war in diesem Jahr, stimmt schon, da spielten wir Theater und führten das abends in den einzelnen Ortschaften vor und statt Geld erwartete man eben etwas Naturaliter, Gestalt von Eiern oder sonst etwas, weil man sich damit wirklich gut erhalten konnte. Das war infolge dieser Situation des Jahres 23, das stimmt.